Lou liebt das Wasserspringen und war Berlins Nachwuchssportler des Monats April. Ich bin Lou Massenberg, 12 Jahre alt und betreibe als Sport Wasserspringen. Ich bin 11-facher deutscher Meister und habe international auch schon Erfolge gefeiert. Ich mochte schon immer Wasser und Wasserspringen ist einfach die perfekte Kombination aus Körperspannung, Drehung und eben Wasser. Und das macht mir eigentlich am meisten Spaß am Wasserspringen. Also der 99er Jahrgang ist ja schon der ältere Jahrgang. Da bin ich auch immer ganz weit vorne. Und im 98er Jahrgang, das sind jetzt nicht so viele Sportler in Deutschland, aber da bin ich auch mit vorne dabei. Also ich springe von 1 Meter bis 7,5 Meter alles durch. Also 1 Meter Brett, 3 Meter Brett und dann 5 Meter und 7 Meter, 7,5 Meter Plattform auch. Meine Stärke ist die Schraubengruppe und die Delfingruppe, weil ich dort einfach die meiste Übersicht habe und ich in Schrauben generell ziemlich gut bin. Meine Schwäche ist auf jeden Fall rückwärts, weil ich mit dem Strecken dort nicht so gut klarkomme. Was jetzt nicht heißt, dass ich darin schlecht bin, aber es ist halt nicht so gut wie die anderen. Wasserspringen, wenn man es also aus Jux und Dallerei macht, kann gefährlich sein. Wenn man sich aber konzentriert, macht es auch Spaß und dann passiert auch in den meisten Fällen nichts. Und wenn was passiert, dann ist es nicht schlimm. Ich bin auch schon oft ans Brett oder an den Turm gekommen, aber hatte dabei nie ernsthafte Verletzungen. Erstens haben wir eine Longenanlage, wo eben der Trainer das stoppen kann, den Sprung, wo man eben so eingeseilt wird. Aber dann haben wir noch eine Blasenanlage, da kommen dann Blasen hoch aus dem Beckenboden und das macht das Wasser weicher und da tut es dann auch nicht so weh. Ja, das Besonderste sind eigentlich immer die Deutsche Meisterschaft. Kommt jetzt drauf an, in welcher Jugend man ist, B, C oder A. Und bei den Männern ist es dann die offene Klasse. Und wenn man in der im C-Kader ist, dann muss man auch bei den offenen mitspringen, wie ich auch nächstes Jahr. Bei den offenen Meisterschaften geht es dann immer, sich zu präsentieren, dass man auch als Jüngerer, also als richtig Junger gut springen kann und vielleicht sogar den ein oder anderen Erwachsenen dort schlägt. Stimmt ab für euren Berliner Nachwuchssportler des Jahres 2012. Besucht Wir bewegen Berlin auf Facebook und lasst eure Stimme da oder schreibt ihnen einfach eine Mail. Alles weitere dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Und wenn ihr Lust auf noch weitere Videos von Nachwuchssportlern habt, dann schaut doch einfach mal auf unserem Kanal vorbei. Dann mal bis dann.